So viele. Jetzt würde ich gern mein Zeug aufnehmen. Wo bist du denn? Ich bin gerade im Wasser vor meinem Haus. Weil ansonsten machen wir das nämlich, glaube ich, wirklich so, dass wir den normalen Die Spinne ist schon weg und da Minecraft-Server als theoretisch müsste Multiplayer-Server ich auch mein nehmen. ganzes Zeug jetzt haben, wenn Ja. ich's. Weil der Das Problem ist halt definitiv echt, nicht gut. diesen krassen Lag hatte ich jetzt gerade, nachdem ich mich hierher teleportiert habe. Also mit Slash Home. Das dauert aber dann wahrscheinlich einfach eine kurze Zeit, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat. Also was soll das heißen, beruhigt? Wenn du dich rumportest, dann muss der Server das halt erst brechen und es dauert halt so seine 20 Sekunden oder so. Ja, aber das ist ein so krass Lag Hallo, dann. Bucket ist immer noch erst in der Beta. Also kannst nicht erwarten, dass alles unfassbar gut funktioniert. Naja, kann Außerdem, ich. nein. Doch, natürlich. Nein. Natürlich kann Du ich das. nicht. Bist du jetzt langsam im Bett? Ach so, ich soll immer noch ins Ja, Bett. natürlich. Ja, ich komme. Okay. Dann. Das war mal eine kurze Nacht. Ja, wenn du auch immer so lang feierst. Wer was? Ja, was denn? Ich war jetzt schon länger nicht mehr feiern, fällt mir auf. Muss ich unbedingt nachholen. So, slash back. Und zack, da bin ich wieder in der Mine. Ja, genau, du verwendest, aber wir nicht. Nee, ihr nicht. Das ist mies. Natürlich. Ich könnte schon aufhören. Nein, könntest du nicht, Probier's doch weil du auch aus. kein Ob bist. Also. Ich könnte es ja Bei einfügen. Bucket funktioniert das ja mit diesem tollen Operator-System. Nee, bei Bucket kann ich Permissions geben. Wenn ich das endlich mal lernen würde, könnte ich das auch machen. Allerdings müsste ich mich dazu damit beschäftigen. Oh, schon wieder ein Dungeon. Sag mir nicht, das ist ein Creeper-Dungeon. Ich lach, wenn es eins ist. Es ist tatsächlich ein Creeper-Dungeon. Apropos Wie geil. Oder nein, es ist ein Creeper-Dungeon. Zombie-Dungeon. Oh. Ja, gut, dann geht's ja noch. Glück gehabt. Aber auch daraus kann ich eine geile Mobfalle bauen. Ja. Halt, wie ging das denn? Hier. Add Waypoint, Dungeon Zombie. Zobi, ja, ich nenne ihn Zobi. Der Zobel. Dungeon Zobi. Heilige Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Wieso? Nee, wieso denn? Langsam geht mir das ganze Eisen hier auf den Sack. Was, das geht hier auf den Sack drauf, um Gottes Willen. Ja. Mein Baue Gott, mir, zuerst hast hat du man jetzt das sogar Zeug. schon einen Sack voll Eisen? Schon, zuerst geht das Zeug voll. Jetzt erst haben wir einen Arsch voll und jetzt haben wir einen Sack voll. Das gibt's ja nicht. Ja, Ja, es ist doch jein, immer, also wird immer besser. Wir haben habe viel ich mir Spaß bei der jetzt nur eine nächsten. Unterhose voll Diamant Eisen gekraftet, deswegen geht's mir auf den Sack, Ach weißt so. du. So ist so Also, hart ja, gut. gemeint. Ja, gut, jetzt habe ich es auch kapiert. Sonst hätte ich nämlich gesagt, dann viel Spaß bei der nächsten Explosion. Ach du So. Scheiße. Dass du. Hat natürlich. Bei der nächsten Explosion baller ich dann alle Leute in meiner Umgebung tot. Schon. Naja, bloß nicht vorstellen, das ist. 18 plus. Nee, das ist ja Ja, auch nichts. allerdings. Naja. Also ich würde mal sagen, für mich ist hier tatsächlich langsam nichts mehr zu holen. Also ab na tatsächlich nach Home. Genau, solange ich Home bin, kann ich zum Beispiel auch selber den Ofen nicht benutzen. Muss ich mich immer erst ein, zwei Schritte wegbewegen. Okay. Also solange du da stehst, wo du Home bist, kannst du auch echt nichts machen. Okay.
Das liegt dann ab. War das vermutlich der Grund, wieso ich nicht ins Bett konnte. Ja. Ja, wenn man es dann... Ach du Scheiße, Stripmine kann ich ja jetzt hier auch vergessen eigentlich. Ich glaube, ich gehe einfach in eine andere Richtung. Was, du sagtest auf Ebene 6. Ja. Also ich mache das Ganze auf 8, 9 und da finde ich gelegentlich welche. Dann mache ich das jetzt auch auf 8, 9 einfach. Oder auch nicht. Ja. Bei wem singt hier jemand? Mir. Beim Quentin. Das ist meine Mutter. Ah, ja. Gesangsunterricht. Echt? Ob nicht mal, nee, um die Zeit nicht mehr. Um die Uhrzeit nicht mehr, okay. Nee, keine Ahnung, was die macht. Frag mich nicht. Ich versuch's gut möglich zu übertönen, aber ich glaube auch, die Beats werden das übertönen. Ja, jetzt bin ich auch schlau, ich drücke auf Q statt auf W. Ich schmeiß... Mann, die ja, Mannspitzhacke weg. Ja, das ist natürlich eher semi-professionell. Nee, kann man machen. Das ist ultra-professionell. Warum denn? Es gibt nichts Cooleres, als seine Spitzhacke wegzuschmeißen. Schon. Alter, langsam geht mir das Eisen echt auf den Sack. Ich hab hier gerade eine Kreativitätstiefe. Unglaublich. Das hast du, glaube ich, öfter. Ja, ich weiß. Bis es dann irgendwann wiederkommt und dann geht's ab. Wie immer. Das war genauso beim Taj Mahal. Da habe ich auch zuerst gesagt, ich habe einen Kreativitätstief und dann kam der Geistesblitz. Ja, und zum Glück. Taj Mahal hast du gebaut. Wusste ich noch gar nicht. Das hat tatsächlich. Nein, er hat es im alten Minecraft-Server nachgebaut. Aber sah am Ende eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich neidlos anerkennen. Okay. Danke. Psst, auf also so einem Gebäude kann man auch gar nicht neidisch sein. Hab ich zwar gehört, aber nein. Egal. Also die erste. Ist schon klar. Ja klar, also die erste, also, aber ich finde die zweite Version war doch deutlich besser, weil die erste, die sah irgendwie ein bisschen komisch. Ich mach jetzt Gronkh Strip Mining. Oh mein Gott. Kurz um mich hänge hier so ein Strip-Bild von Gronkh an die Wand und mine dann drumrum. Oh. Ja. Was ausprobieren, das echt gut aussieht. Oder ich mach komplett ein Haus aus Steinziegeln. Nee, das sieht doof aus. Mein Gott. Also ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber ich habe mir gerade auf den Kopf gehauen. Also ich habe es nicht gehört. Ja. Ja gut, dann hat man es wohl nicht gehört. Obwohl du euch ja auch Mucke laufen, ist ja kein Wunder. Ich habe es auch nicht gehört und ich habe noch keine Musik laufen. Das hätte ja, ich nicht gut, gesagt, jetzt fällt's auf. Nein, ich füge dir immer im Nachhinein ein. Ja, ich weiß schon, aber das fällt ja auf. Ich ja nicht. Dum, dum, dum. Ja. Dum, dum. Das Problem, wenn du sie nicht im Nachhinein, wenn du sie im Nachhinein auffügst, ist, wenn du im Lied irgendeinen Ohrwurm hast während der Aufnahme und dann summst, hast du ein ganz schönes Problem hinterher. Ja. Der war einfach Musik muten. Ja, genau. Ja, Diamanten! Alter, du scheiß Nerd. Was machst du? Er findet Diamanten. Ist doch offensichtlich. Ja, mit dem X-Ray-Mod, was denn sonst? Fünf Stück schon wieder. Langsam gehst du mir echt auf den Sack. Ja, ich kann's dir auch nicht sagen, wenn ich welche find. Das wäre mir lieber. Schon. Ich bin auf Ebene 8, 9 und das bringt mir gar nichts hier. Außer Eisen. Eisen ist aber auch schön. Ja, aber an Eisen habe ich jetzt echt einen Arsch voll. Und es geht mir schon auf den Sack. Meine Güte. Alles steckt im Arsch drin, jetzt geht's auf den Sack. Was ist noch alles? Ich habe schon wieder eine Höhle gefunden. Meine Güte.
sie ist positiv. Ich finde hier die ganze Zeit Mineralien und Diamanten, aber keinen einzigen Lavasee, kein Dungeon, kein Spawner. Das ist so hier langweilig. War ich sogar schon mal. Wie langweilig hier war ich. Am besten schauen jetzt alle beim Quentin, weil bei dem ist wenigstens was zu sehen. Bei mir ist immer nur langweilig. Ja, und bei mir ist Let's Baumeister. Let's Baumeister gibt's auch? Ja, Let's Bob der Bob. Also was wir hier schon alles hatten... Ja, langsam wird's echt absurd. Ja, schon. Langsam wird's vor allem so schön viel. Schon? Ich höre jetzt auf. Ich mach kein Let's mehr. Oh mein Gott. Ja, du machst jetzt einfach nur noch ein Play. Genau. Genau. Kein weniger Let's, mehr Play. Ja, natürlich. Muss ja auch mal sein. Ne? Das ist jetzt der My Sad Soundtrack von Papa Fiat Music. Alter, wie weit ich mich hier halt schon durchgebuddelt habe. Alter, wie sinnfrei ist es einfach, was ich hier mache. Ist es das nicht immer? Nein, normalerweise hat das etwas mehr Sinn. Ah, okay. Auch ich kann Dinge mit Sinn tun, Stefan. Seit wann? Seit du der König von Augsburg bist. Bist du ja nicht. Oh. Ja, dann kannst du aber auch keine sinnvollen Dinge tun. Das ist wahr, aber solange ich keine Self kann, das ist keiner von euch. Haha. Ja. Alter. Naja, ihr müsst ja auch keine sinnvollen Dinge tun. Nee, bis bald. Ich hab's gar nicht vor. Ich hab's gar nicht nötig. Ja, das auch. Das ist sinnvolle eindeutig Dinge auch. Sinnvolle Dinge tun ist doch langweilig. Ja, das ist voll Mainstream. Nein, nicht Mainstream zu sein, ist voll Mainstream. Ja, und schon sinnvolle Dinge zu tun. Das ist ja voll nicht Mainstream zu sein, sein wollen. Wie kommt das, dass du auf Ebene 8, 9 so viel findest, ich gar nichts? Weil die Diamanten alle bei mir gespawnt sind? Ich schlag dich gleich. Wieso? Ich bin halt besser als Schaufel du. Schaufel an Kopf. Darauf habe ich jetzt gewartet. Und boing. Glaube ich dir nicht. Soll ich jetzt eigentlich Bescheid sagen, wenn ich Diamanten finde? Du dann jetzt schon wieder Bescheid sagen würdest. Genau. Alter. Nee, diesmal nicht. Echt. Diesmal nicht. Stell dir vor, ich kann dich sogar smiten, ja? Dann kriegst du voll einen Blitz auf den Kopf. Blitz auf den Kopf. Das ist so ein Gedankenblitz, Stefan. Ja, das heißt, wenn du noch mehr weißt mal, wie du einen Gedankenblitz brauchst, sag Bescheid, ich geb dir einen. Ah, wow. Ja, ich glaube, so in der Deutschklausur wäre es hilfreich. Wenn du die in Minecraft schreibst, kann ich dir das gern geben. Es wäre es eigentlich auch mal eine Erörterung über den Sinn von Minecraft als Schulfach. Das wäre endlich mal ein interessantes Thema. Minecraft als Schulfach. Ja, hier, ich will es hier, Deutschland. Schland, Schland. In USA ist Minecraft ein Schulfach. Was, wie, wo jetzt? Ja. Was für doofe Amis. Nein, was für glückliche Kinder, Alter. Ja. Ja, sonst, also Amis haben schon viele komische Ideen, aber das trifft den Nagel auf den Kopf. So, Minecraft fördert nachgewiesenermaßen die Kreativität. Das stimmt auch. Ja, wohl. Hey, ich habe sogar noch eine Eisenschaufel hier. Alter. Hey, Kühe, seid ihr schlacht. Durch die ganzen Mods brauchst du auch so ein gewisses IT-Verständnis. Zumindest wenn du mit Mods spielen willst. Die Kühe sind schlachtbar. Ich kann sie mal kurz füttern gehen. Es steht zwar auf jeder Seite dran, wie man einen Mod installiert, aber trotzdem sollte man wissen, wie es geht. Einfach für weil das mal nicht dran steht. Die Scheißkuh hat mir kein Leder gedroppt. Tja, schlag sie. Hab ich. Jetzt ist sie tot. Ja, dann schlag sie nochmal. Schlag sie so lange, bis sie dir Leder gibt.
Ach, sie hat mir Leder gegeben. Danke, Kuh. Jetzt habe ich sie ganz umsonst geschlagen. Sie hatte noch in mich schon Leder gedroppt. Mein Gott. Apropos, welches Level kriege ich hier denn bitte? 7. 7 ist bis jetzt das höchste Level, was ich durch meine hässlichen Verzauberungstisch kriege. Ach du Scheiße. Es wird mal Zeit, dass ich dieses scheiß Feld hier abernte, Alter. Also ich hab gerade geguckt, ich nehme noch 4 Minuten auf in Das kannst du nicht fähig verlängern. Also ich kann's abbrechen, aber wenn ich es dann abbreche, dann kann es sein, dass es bei mir irgendwelche Tonspurvermischungen gibt. Das war nämlich bei der letzten. Dann unterbrich doch einfach nachher, sobald es dann abgelaufen ist, die Aufnahme und starte einfach eine neue. Na, wenn du meinst. Ja, meine ich. Okay. Wahnsinn, dass Impftweak so schlau ist und mir in das Feld, wo ich Nahrung eingegeben habe, Spinnenaugen reinlegt. Wieso? Die kann man essen. Ich weiß, aber die vergiften einen. Ja, was man essen kann, ist Nahrung. Irgendwie ist es auch sinnfrei, ja, das sag ich dass auch. Man Spinnenaugen essen kann. Nö. Ich meine, du kannst Augen wirklich essen. Ja. In irgendeinem Land sind Schafsaugen Spezialität. Auch wenn das echt eklig ist. Nicht Irland? Nee, das kommt doch in irgendeinem James Bond vor. Nee, stimmt, das mit den Augen. Das, mit kommt in irgendeinem James Bond vor, da wird ihm doch so ein ganzer Schafskopf vorgesetzt und der Typ, der mit ihm spricht. Er pult das Auge raus. Einfach das Auge raus. Oh, ekelhaft. Das ist so krank. Das ist so widerwärtig. Ach du Schande. Also ich meine, okay, ich sag nichts dagegen, dass ein Land irgendwie eigene Sitten und Bräuche haben darf, aber manche Sachen sind einfach nur pervers. Stimmt allerdings, ja. Jetzt verurteil nicht gleich alle Länder hier, ja? Sind doch alle bloß Scheiße. Österreicher und die Franzosen. Das würde die Italiener, die Russen und die Amis und alle. Ja, das mute ich hinterher mal. Alles nur runter Menschen. Ich glaube, das sollten wir rausschneiden, ja. Hier. Das kannst du natürlich nicht. Ich glaube, das wäre eine geniale Idee. Schon? Du bist auch eine Riesenpfeife, Alter. Ja, das ist ein riesen Gedankenleuchte, der Kerl. Wie gut. So, hier habe ich Kürbiskerne. Wenn ich schwarz bin. Ja, nur deswegen. Hatten wir das nicht letztes Mal schon? Irgendwie schon, gell? Schon? Ja, kann schon sein. Habe ich vergessen. Ich glaube, es mit dem nur weil ich schwarz bin, habe ich schon letztes Mal gebracht. Ich glaube, das bringt so letztes Mal langweilig. Das ist auch jedes Mal langweilig, Alter. Ach. Aber hey, ich kann Zuckerrohr ernten. Für 20. Stefan? Stefan, der onaniert gerade, störe ihn nicht. Nee, ich tu nicht onanieren, ich hab gerade Philipp eingesperrt gehabt. So, ich hab mich schon gewundert, wieso der Gang da auf einmal abbricht. Yeah. Kommst du denn hierher? Also warum? Ich bin, ja, wieso? Ja, ich habe dein letztes, ja, ich habe dein letztes Treppe gefunden. Ich habe dein letztes Treppe gemacht. Ja, gut. Das war einfach nur ein normaler Treppenbau. Was ja, hält gut, jetzt eigentlich von der Idee, so ein Gemeinschaftshaus zu machen? Mich ja, fragt nicht. Ja keiner. Nö, dich fragt also keiner, dich will ja auch keiner. Also ich mache jetzt hier erstmal, also ich baue jetzt gerade mein Fundament auf meinem Platz und dann schauen wir mal, wie hoch es wird. Also ich kann gern ein bisschen helfen, gell? Kann ich schon mal? Ja, kein Problem. Ich mache nur hier den Eingang noch fertig. Mhm. Fall. Und dann schaue ich mal, ob ich dich wiederfinde draußen. Ja. Oh. Jetzt muss ich dann gleich... Wer kann mir noch mehr Bücher geben? Nein.
Ich habe ja kein Leder, also kann ich auch keine Bücher machen, geschweige denn dir welche geben. Ich hasse Bücherfarmen. Nee, Lederfarmen. Ich vermisse den Energy Condenser. Da hätte man sie einfach reinpacken können. Die Bücher? Ja. Wieso? Ja, weil die auch einen EMC haben. Das ist wahr.